geht los mit der 24. 3. Bingo-Nachmittag im Seniorenheim. Der verdiente Lebensabend. Die einzige Phase im Leben, in der es gesellschaftlich total okay ist, nicht produktiv zu sein. Alles, was der Mensch so tun muss im Leben, Schule, Job, Karriere, Kinder, alles bewältigt. Jetzt Zeit für Bingo, Muße und Sekt. Warum muss ich eigentlich bis zum Ruhestand warten? Und warum ist das überhaupt so verpönt, Müßiggang? Liegt es nicht auch in unserer Natur, faul zu sein? Müssen wir das vielleicht wieder neu lernen, die Kunst, nichts zu tun? Ich heiße Ronja, bin Autorin und Mitte 20. Das ist sicher, der Rest ist mir nicht immer klar. Was ist richtig? Was ist falsch? Und was völlig egal? Ich glaube, dass es auf diese Fragen Antworten gibt. Mehr als eine. Um die zu finden, möchte ich andere Menschen treffen. Da hilft alles Nachzählen nichts. Ich habe jede Runde verloren. Hat trotzdem Spaß gemacht. Wie geht's den Seniorinnen damit, keinen Leistungsdruck mehr zu haben? Prost! Kommen sie im Ruhestand wirklich zur Ruhe? Jetzt setze ich mich auch mal zu Ihnen. Das ist ja Wahnsinn, was für ein Tempo das alles hatte. Ja. Meine Güte, Sie sind ganz schön, also im Kopf noch richtig schnell. Ja, noch geht's. Aber ist das schön, dass man im Alter so ein bisschen die Füße hochlegen kann? Ich finde, das ist ein bisschen zweischneidig. Ne? Ich habe immer gearbeitet, mein Leben lang. Ich war 20 Jahre Telefonistin. Naja, jetzt hat man manchmal Zeit, kann sich Zeit nehmen. Ja. Stimmt es denn, dass man im Ruhestand tatsächlich zur Ruhe kommt? Also haben Sie das Gefühl, es ist jetzt alles langsamer und entspannter? Ja. Das ist alles. Ja, entspannter kann ich eigentlich gar nicht so sagen, aber langsamer. Was man sonst in einer halben Stunde gemacht hat, da brauchen Sie mindestens eine Stunde für. Auch eine Stunde weiß ich ja gar nicht. Warum ist ein fleißiges Leben besser als eins, wo man nur... Weil der Tag viel schneller vergeht, wenn man was zu tun hat. Ist nicht langweilig. Ja. Wenn man so rumliegt, ist es doch langweilig. Rumliegen ist langweilig, ja. Nee, also das wäre für mich nichts. Nee. Was würden Sie mir raten, wie viel Faulheit ist gut für mein Leben? Man muss sich Freiräume holen. Ja. Ja, das ist ganz wichtig. Und man muss wissen, was einen selber interessiert. Und da muss man sich etwas von holen. Man merkt in jedem Alter eigentlich, was einen in der Zeit interessiert. Ich finde es toll, wie aktiv Sie sind. Ich habe großen Respekt vor Ihnen beiden. Das ist ganz, wirklich toll. Nein. Sie sind aktiver als ich, es ist furchtbar. Können wir noch einmal anstoßen, dass Sie mit Wasser. Rumliegen ist langweilig, sagen die beiden Damen. Und auch nicht so gern gesehen. Angeln dagegen ist für mich sowas wie Nichtstun mit einer Entschuldigung. Ich bin hier mit Bonn, der ist Streetfischer. Mit einer Angel in der Hand darfst du tagelang in der Gegend rumstehen. Ein Sport für Nichtsportler. Das hat ja was Paradiesisches. Wenn du das Essen nicht jagen musst, sondern einfach wartest, bis es dir zuschwimmt. Bonn wirkt super entspannt. Wie macht er das? Und kann ich das auch lernen? Aber was, wenn er hier nur unten anbeißt und nicht an meinem Haken? Das passiert. Ja? Dann fängst du den Fisch nicht. Haben dich Leute schon mal irgendwie blöd angemacht wegen dem Angeln? Nee, ehrlich gesagt noch nie. Klar sprechen dich die Menschen hier auch mal an. Oder die Touris vor allem, die kommen dann rum so, oh, hier gibt's Fische und so. Aber ich finde das gar nicht schlimm und ich unterhalte mich eigentlich sehr gerne mit denen. Stimmt es, dass man eigentlich ganz leise sein soll? Ich kenne es nur als Fischer irgendwie so, das ist nur so ein Klischee. Das Interessante ist, die Barsche hier in der Stadt oder die Fische generell hier in der Stadt. Techno-Barsche, das ist total egal. Die schwimmen unterm KitKat lang und denken, es ist ja alles egal. Nee, aber es ist wirklich so, die sind daran gewöhnt an die Lautstärke. Ja. Und die haben kein Problem damit, dass die Autos hier vorbeifahren, die S-Bahn. Und deswegen kann man sich auch ganz entspannt hier am Wasser unterhalten. Und das macht das Streetfishing hier in Berlin eigentlich auch aus. Und wenn ich es aufmache, wenn ich es nochmal werfen will? Muss es noch mal klappen. Ja,
mittlerweile kannst du es ziemlich gut. Ne? Voll gut. Ja, geht voll weit. Spaß. Wie lange wartest du mal, bis so ein Fisch kommt? Unterschiedlich. Also manchmal, wie du siehst, nur so 5 Minuten. Ich war auch noch nicht lange hier an dem Spot. Und manchmal dauert es aber auch einen ganzen Tag. Es ist nice, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwie produktiv, obwohl man nicht viel macht. Das kann man natürlich auch so sehen. Ja. Natürlich hat man immer das Ziel, den Fisch zu fangen. Aber wenn der Fisch nicht beißt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Und Was ist das? Ich verwechsel mal auf und zu. So, weiter geht's. Ist hier voll mit Bewegung verbunden. Ich dachte, ich häng nur rum. Das ist Action, Ruhe zugleich. Ich habe mal von Magnetfischen gehört. Kennst du das? Ich habe welche gesehen. Das finde ich richtig nice. Hast du schon mal gesehen? Das ist richtig lustig. Ich habe welche getroffen, da vorne auch im Kupfergraben. Und dann habe ich mich mit denen unterhalten und meinte so, okay, wieso macht ihr das? Und für dieses eigentlich so ein bisschen ähnlich. Das ist doch total lustig, du wartest halt auf einen großen Fang. Oh mein Gott. Aber der ist nicht so groß. Der ist wahrscheinlich noch zu oh klein. Oh Gott, ich habe mich überhaupt nicht vorbereitet. Ja. Oh Gott. Darf ich ihn anfassen? Ja, der ist ein bisschen glitschig. Nee, der ist noch zu klein, der erreicht nicht mal die 20 Zentimeter. Den kannst du ja gar nicht, der Arme. Ja, der ist einfach noch zu klein. Boah, der hat jetzt aber seinen Freunden was zu erzählen, wenn er wieder drin ist. Leute, ihr glaubt nicht, was heute passiert ist. Ja, was für eine Begrüßung. Wow. Das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, oder? Ja, hoffentlich. Zack, zack, hoffentlich. Zack. Ey, was für ein Glück. Dass das Meer sich schön schlicht und so ließ. Hey, alles klar? Und, wie läuft's? Hast du was gefangen? Ja. Den hast du gefangen gerade? Ja, der sieht mega künstlich aus. Sieht gleich aus wie ein echter Fisch. Ja, wir wollten jetzt hier runterlaufen und gucken noch mal vor dem Dom da hinten oder so, ob wir da was rausholen können. Soll ich dir ein paar Würmer mitgeben, so als ich Backup? Ich hab Würmer. Ah, okay. Ich hab Würmer. Ich sag Petri, hi, viel Glück. Ebenso. Also ich bin einer. Lass doch hier irgendwo, oder? Ja, ich würde sagen hier. Probieren wir es nochmal? Ja. Okay. So. Wir sagen Petri, hi. Alright, let's go. Lass uns noch mal was fahren. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie von fleißig bis faul, wie faul würdest du dich einschätzen? Überhaupt nicht faul. Gar nicht faul? Nee. Das sieht so nach Müßiggang aus hier alles. Und du sagst, du bist nicht faul. Ich bin überhaupt nicht faul. Ich bin einer, der muss immer irgendwie was machen, unterwegs sein. Deswegen liebe ich aber auch so dieses Streetfishing, weil das vereint diese Entspannung. Aber man ist trotzdem relativ aktiv. Also und du hast Erfolgserlebnisse. Ja, auch. Also Spaß darf man nicht unterschätzen beim Angeln. Also man hat diese Ruhe und wenn dann ein Fisch beißt, dann ist man auf einmal, kriegt man so einen Adrenalinstoß und man ist super aufgeregt. Also bei dem großen Fisch haben richtig meine Beine gezittert und so. Und danach war ich auch fertig mit der Welt, weil ich mich volle Kanne auf den einen Fisch konzentriert habe. Gibt es so Anglertugenden, die es auch ins echte Leben bei dir geschafft haben? Ich bin der Meinung, dass man immer den Moment leben sollte. Ich sage, das mache ich beim Angeln, so wie ich es hier mache. Was mache ich halt auch auf Arbeit oder zu Hause, das im Jetzt da sein. Streetfischer Bonn hat sowas wie die goldene Mitte gefunden zwischen Tun und Nicht-Tun. Für ihn zählt nur Loslassen, im Moment sein. Man kann den Barsch nicht zwingen, anzubeißen. Genau das haben die Müßiggänger den Selbstoptimierern voraus. Den Mut, Produktivitätsdruck einfach an sich abprallen zu lassen. Ich treffe gleich einen, der das so gut kann wie kein anderer. Den Helden aller Leistungsverweigerer. Kevin Pannewitz galt mal als neues deutsches Fußball-Supertalent, stand kurz vor dem Durchbruch in der Bundesliga. Doch die Profivereine schmissen ihn wegen Disziplinlosigkeit raus. Mit Ende 20 hat er heute 40 Kilo Übergewicht, spielt in der Kreisliga und arbeitet als Müllmann. Irgendwie sympathisch. Hat er trotzdem das Gefühl, was verpasst zu haben, weil er einfach nicht fleißig genug war? Ja, mit 29, fast 30 ist schwierig, hä? Ich hab Cola und Chips mit, keine Bälle. Genau das Falsche. Grüß dich. Na, alles gut? No. Ich hab das letzte Mal Fußball gespielt, da war ich, glaube ich, 10, vorgestern quasi. Vorgestern, ja, bei mir so ähnlich. Ich habe Bier und Kekse und Chips und Cola. Und was willst du damit machen? Pause. Hey, bei mir gibt's keine Halbzeit. Bei dir gibt's keine Halbzeit. Nein. Ich habe bei Felix Magath gelernt. Gut.
Hey, komm. Wer muss denn jetzt holen? Balljunge. Okay. Sag, wenn du ready bist. Ja, das Tor ist sehr groß und ich bin sehr klein. Komm. Ich finde es sehr erstaunlich, dass du immer noch gerne Fußball spielst, obwohl es für dich hätte Karriere sein können. Und dein eigentlicher Job ist jetzt? Ich reinige die Straßen. Ich laufe hier lang, sammle den Müll ein, ich mache die Gehwege sauber. Also entspannter Job, den ich je hatte. Die Bälle wurden lange nicht benutzt durch Corona. Ähnlich wie du? Hast du auch endlich lange nicht gespielt? Ich habe auch lange nicht gespielt. Ich meine, du hättest ja auch mal als Profi spielen können. Ich habe als Profi gespielt. Ich hätte vielleicht länger als Profi spielen können, ja. Aber dann? Nichts. An sich ist ja nicht viel passiert. Ich bin ab und zu mal Verein gewesen. Und Übergewicht, sagen wir jetzt mal. Wir reden ja jetzt, ich habe Übergewicht. Aber wir haben damals gesprochen von 3-4 Kilo. Und ob das jetzt Übergewicht ist. Und war das dann wirklich nur wegen Übergewicht? War halt ein Riesentalent. Aber ich war heute auch ein Typ. Ja, der bin ich heute noch, der sich schwer, sehr, sehr schwer was sagen lässt. Ja. Und das war früher genauso und das ist heute vielleicht in manchen Situationen immer noch so. Aber man ist natürlich mit 30 Jahren gereift. Also das ist jetzt alles 12 Jahre her. Aber du bist ja nicht gegen Arbeit, oder? Nein. Nein, nein, gar nicht. Weil ich meine, dann den Job, den du jetzt hast, ist ein das früh aufstehen. Ich habe noch was ganz anderes gemacht. Ich habe Weißware geliefert. Das ist ein harter Job. Was für ein Ding? Waschmaschinen hochtragen in die 4., 5. Etage. Das ist hart. Ja. Glaubst du, es gibt eine Verantwortung oder sowas, dass man aus seinem Talent was machen muss? Ich meine, du bist ja wirklich gut und so. Das ist ja ein bisschen mir überlassen. Ich hätte auch sagen können, einfach mit 22, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball. Ja. Glaubst du, deine Eltern waren mal enttäuscht von dir oder so? Ja, bestimmt. Öfters mal. Ja, bei mir auch. Öfters mal. Ohne, dass ich Fußballprofi bin. Ja, aber ich glaube bestimmt. Natürlich sind Eltern enttäuscht, wenn du Schlagzeilen hast und machst und tust. Du wirkst glücklich jetzt. Ja, weil ich glücklich bin. Wie machst du das so? Das macht meine Frau, macht mein Kind, das macht mein Leben. Oh, come on. Ja, ist ja so. Mehr brauchst du ja auch nicht. Ab und zu mal in Urlaub fahren, kannst rausgehen, kannst mal dahin gehen, kannst mal das machen. Ich bin relativ schnell zufrieden. Ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein. Das trifft es besser. Definitiv machst du erstmal. Das ist ganz stark. Cheers. Cheers. Ich habe einen Ball gehalten. Ja. Das war nicht so schlecht. Kein Ding, habe ich gern gemacht. Und was denkst du, ist das Gute an Disziplin und was ist das Gute an irgendwie loslassen können? Weil du hast irgendwie beides hardcore-mäßig gemacht. Ich kenne niemanden, der beides so krass gemacht hat wie du. Also letztendlich ist Disziplin ja ein Kampf gegen dich selbst. Ich mache ja gerade auch eine Diät. Und ich habe jeden Abend Hunger und dann redest du ja mit dir selber so, bestellst dir jetzt was zum Essen, fährst zu Mc's, knallst dir das Süße rein. Und letztendlich ist Disziplin, sich selber zu besiegen. Mehr ist es nicht. Weil du hast vielleicht Lüste oder Veranlagungen, die du ja machen möchtest. Und dann einfach Nein zu sagen, ja, das Wort Nein reinzubekommen. Ich glaube, das hat viel mit Disziplin zu tun. Und ist es langfristig erstrebenswert, diszipliniert zu sein? Wenn man auf ein Ziel arbeitet, hinausarbeitet, auf jeden Fall. Was wäre dein nächstes Ziel? Unter 130 Kilo jetzt, ich war bei 137. Aber hast du irgendwelche Regrets oder so, wo du denkst, ich wünschte, ich hätte da? Nein, gar nicht. That's nice. Man kann sich Kevin Panewitz nicht als unglücklichen Menschen vorstellen. Ja, doch, wenn ich nicht zum Essen habe. Ja? Wir müssen noch einen Platz aufräumen. Du machst deine Zucker nicht freie Cola. Ja. Und ich mach die Bälle. Du machst die Bälle. Warte mal, das Hütchen gehört auch noch hier rein. Der letzte macht das Licht aus. Kevins Glücksrezept klingt mega gut. Nicht ständig großen Zielen nachjagen, sondern Bedürfnisse runterschrauben, bequem leben. Auf der Parkbank chillen und sich ein paar Snacks liefern lassen. Reicht doch. Oder spricht philosophisch irgendwas dagegen? Ihr steht jetzt 3.30 Uhr. Jetzt ist es? 3.07 Uhr. Bist du eigentlich eher so der aktive Typ oder bist du der Typ Liefer-App? Schon sehr chillig und entspannt, mir Zimtschnecken liefern zu lassen, muss ich auf jeden Fall zugestehen. Also im Alltag finde ich es manchmal auch gar nicht so leicht, zur Ruhe zu kommen. Ist Faulheit denn was Schlechtes?
das hängt halt total davon ab, wie du es für dich definierst, ob, ob es für dich was Gewinnbringendes, also was Schönes sein kann, weil es ist ja auch, es kann ja auch ein krasser Akt der Rebellion sein. Weil, was ja auch mit Faulheit, finde ich zumindest, zusammenhängt, ist Selbstbestimmtheit. Dass ich mich quasi etwas widersetze, was mir eigentlich auferlegt worden ist. Ob das jetzt Arbeit ist, ob das Wäsche waschen, whatever. Man widersetzt sich dem. Und gibt sogar so einen französischen Philosoph, der heißt André Rauch. Und der hat gesagt, dass Faulheit eigentlich, dass darin ein emanzipatorisches Potenzial steckt. Und dass das eben ein Akt der Rebellion schlechthin ist. Man könnte es ja aber auch umdrehen und sich mal die Frage stellen, warum gibt es denn sowas wie Waschmaschinen, Autos oder es gibt ja selbst so hast du vielleicht auch schon mal gesehen, so Schneidegeräte für Äpfel? Ja, die so als hartgekochte Eier. Aber theoretisch sind das ja alles Innovationen, die uns ermöglichen, dass wir mehr Zeit für andere Dinge haben. Das hat doch mal hier Bill Gates gesagt. Ich würde den Faulsten einstellen, weil er findet den schnellsten Lösungsweg. Den kenne ich nicht. Ich kenne nur Bertrand Russell. Das ist so ein britischer Philosoph. Der hat tatsächlich 1935 einen Aufsatz geschrieben, der heißt Lob des Müßiggangs. Der sagt sogar eben, dass Faulheit des Fortschritts Grundlage ist. Also, dass ich will nicht mehr gehen, ich erfinde ein Auto. Genau. Und wenn du mal alle Stunden eben, wie gesagt, zusammenzählen würdest, in denen die wir dafür aufgewandt haben, Dinge zu erfinden, die es uns leichter machen, bestimmte Dinge zu tun, damit wir nicht arbeiten müssen, dann kommt man, glaube ich, wirklich am Ende darauf, dass Faulheit ganz schön produktiv ist eigentlich. Oh, das ist bestimmt der hier. Hallo? Hi. Oh, hi Franco. We're sitting in the park. I don't know. Do you see us? In which park? I don't know. Oh. Böckelpark. Sorry, don't speak in German. And estamos en Parco. Okay, I'm here. Hi, Franco. Yeah, Gloria. Oh, your God. Muchas gracias. Es wird ja auch dekadent. Hatte Faulheit denn immer schon so einen schlechten Ruf? Der Müßiggang nicht unbedingt. Also in der Antike galt der Müßiggang als Otium cum dignitate, als die mit philosophischen Betrachtungen verbrachte würdevolle Muße oder so. Durch diese Säulen marschieren. Genau, also sich zurückziehen und der Kontemplation hingeben. Man hat halt irgendwie geschrieben, gelernt, gelehrt. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass diese antiken Denker nur sich dieser Muße hingeben konnten, weil sie eben die Sklaven haben, die harte Arbeit leisten lassen. Das ist ja auch bis heute noch so, dass ein nur sehr, sehr, sehr geringer Anteil der Menschen eigentlich gar nicht mehr den Finger krumm machen muss und ein Großteil der Menschheit aber eben weiterhin schuften und ackern muss. Die Bild hat mal fett getitelt, es gibt kein Recht auf Faulheit. Das bezog sich damals, glaube ich, auf Hartz IV. Schon ein bisschen assi, oder? Also der gute Paul Lafargue, das war so ein französischer Sozialist und Arzt, der hat schon 1883 ein Buch geschrieben, das heißt Recht auf Faulheit. Weil er der Überzeugung war, dass durch diese permanente Überproduktion nicht nur Menschen daran leiden, weil sie so viel arbeiten, sondern auch, dass dadurch ein Konsumzwang entsteht. Also im Prinzip das, was wir auch heute im modernen Hyperkapitalismus erleben. Die Umwelt leidet auch zum Beispiel, ja. Genau, wir müssen immer weiter wachsen, wachsen, wachsen. Die Frage ist, was soll eigentlich weiter wachsen? Man kann sich ja auch effizient zugrunde richten. Das stimmt. Und ich finde, wenn es eine Abkehr vom Arbeitsethos und gleichzeitig eine Hinwendung zur Faulheit, zum Müßiggang, das bräuchte so einen richtigen Mindchange. Gibt es nicht noch so viel mehr Tätigkeiten, Dinge im Leben, die uns glücklich machen, die uns einen Sinn geben, die nicht nur Lohnarbeit sind? Ich glaube, die Antwort ist ja. Unter anderem Zündschnecken. Du kannst jetzt noch chillen, oder? Ich muss weiter. Oh, wir dürfen zum Arm, es ist so ja. Schön. Vielen, vielen Dank dir. Danke dir. Schön und, war's. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn du in Berlin bist. Sie, machen wir. Adios. Hut? Trägst du Hut? Nee. Wieso nicht? Weil mir noch Haare wachsen. Also Ronja, aber guck mal, eine Jogginghose, die nicht sitzt, ist ja wirklich
wie aber die hat doch wenn hier Berlin so dreckig ist. Nee, das ist viel zu Funktion. Das hat bestimmt aerodynamischen Sinn hier. Mir gefällt Faulheit nicht. Bedeutet Widerstand, sagt Marilena. Gegen die Highspeed-Gesellschaft und den Wachstumszwang. Stillstand aus Protest. Andererseits gibt ja auch Menschen, die können von Natur aus nicht stillsitzen. Die haben ein Atomkraftwerk in ihrer DNA, das unendlich Energie produziert. Benjamin von Stuckrad-Barre ist so einer. Der ist Schriftsteller und wütet durch die Welt, brennt unaufhörlich und findet Faulsein gar nicht gut. Ich habe ihn gezwungen, mit mir eine Jogginghose zu kaufen und einen Tag lang nur abzuhängen. Glaubst du an diese Vanish Oxy Action und so? Nee, aber ich schaue das total gerne. Ich kauf's, also ich schaue es wahnsinnig gerne. Ja, ich auch. Das ist super satisfying. Ich habe jetzt auch gesehen, es gibt eine Challenge. Musst du Backpulver im Mund haben und dann Essig reinkippen. Und das kenne ich, weil ich das immer mache anstatt Abflussreiniger. Bei dir selbst? Ja, das sollst du bei dir selbst machen. Als Abflussreiniger? Ja, weiß ich nicht, genau. Es gab noch diese Tide Pod Challenge. Hast du es nicht mitbekommen? Nein, ich bekomme solches nicht mit. Komm, wir probieren ein so ein Ding an. Oh Gott, das ist die Endform. Das ist auch richtig geil. Da gibt, hat man das seinen Körper wir, völlig aufgegeben. Das ist wie diese wackelnden Dinger an so amerikanischen Tankstellen. Weißt du, diese Winddinger. Ist toll. Gib mir das, warte. Und würdest du so weit gehen, eine Gürteltasche auch zu kaufen? Wenn's, du, ich sag's dir alles, was praktisch ist. Wenn es ums Faulsein geht, dann könntest du doch da also so einen Urinbeutel und Zigaretten reintun. Ein Urinbeutel? Ja, wenn du richtig faul sein willst und das Sofa nicht mehr verlassen. Ich probiere jetzt hier diesen Overall an. Ich glaube, den nehme ich mit. Der ist jetzt schon das eigentlich ganz schmutzige Socken. Ist die Faulheit? Die sind nicht schmutzig. Ja, irgendwann kriegt man sie nicht mehr sauber. Ja, dann musst du sie färben. Aber ich glaube, wir haben's. Das ist doch Hammer. Das finde ich richtig toll. Nee, das muss richtig so runter. Ich finde es toll. Ich probiere noch eine Jogginghose an, aber ich finde, wir haben es eigentlich schon. Ob der mir auch steht? Sicher. Den auch anziehen vielleicht? Klar. Mal gucken. Also Ronja, du siehst damit irgendwie immer noch nach Form aus. Sag mal. Na ja. Ja, nimm's. Ist perfekt. Zieh mal das Jackett drüber. Ja. Ja. Großartig. Ich glaube, der wird eine größere Rolle in meinem Leben spielen. Das glaube ich auch. In my life. Ronja, was hast du für Tee? Ronja? Wir haben Sweet Chai. Ah, nee. Gute Nacht, Welt. Hippie-Scheiß. Bio-Fenchel-Kümmel-Anis. Da bin ich dabei. An, so schauen. Das ist natürlich. Nee, wir schauen jetzt mal, was im linearen Fernsehen läuft. Oh Gott. Das Beste. Jetzt entgleitet mir mein Leben gerade. Ich will meinen Anzug wieder an. Ich fühle mich wahnsinnig irgendwo. Nein, entspannt sich jetzt mal. Entspannt will ich überhaupt nicht aussehen. Entspannt klingt wirklich, als ob man keinen Gürtel braucht. Das ist so amerikanisch, dass ich wirklich Angst kriege, dass ich zu so einem Marshmallow werde. Andererseits lässt du dich ja schon gern bedienen. Du wohnst irgendwie in einem Hotel und sagst irgendwie... Da bestelle ich Essen, das schon. Ja. Am Telefon. Du fährst nicht alleine Auto, du lässt dich rumfahren. Du machst deine Wäsche nicht selbst, mach das Hotel. Mhm. Bist du faul oder nicht? Ich habe zu dem Wort faul nicht so eine Beziehung. Das sind auch Leute, die sich dann so bestimmte Schuhe anziehen und Chill-Mode. Und ich, wovon willst du dich jetzt ausruhen? Ich stehe sehr früh auf, um 6. Ich hab morgens so einen irren Energieschub und freue mich immer wahnsinnig über den Tag, auf den Tag, sinnloserweise. Wieder besseres Wissen, denke ich, ah geil, der Tag geht los. Totaler Quatsch, ich weiß es ja besser. Ich meine, manche Leute denken ja auch so, ah, so ein Sonntag, dann gehe ich so einen Halbmarathon laufen, weil das entspannt mich. Und das sehen dann Leute als Freizeit. Das Freizeit ist ein Wahnsinnswort. Du hast auch mal ein Buch fertig geschrieben. Absolut, das habe ich schon mal gemacht. Hast du schon mal gemacht und danach war Freizeit. Nein. Sondern? Tickt die Uhr fürs Nächste. Oh Gott. Nicht, dass ich sofort anfange dann, aber... Faulheit finde ich schon gut, aber eben so hyperaktive Faulheit. Vielleicht ist Faulheit einfach nur die Abwesenheit von müssen und nicht unbedingt auf der Couch rumhängen. Naja, ich habe da ein paar geschlossene Briefumschläge gesehen und faul ist es ja, die nicht aufzumachen. Man muss aber, man müsste. Ja, aber der Konjunktiv rettet einen da. Und die Farbe der Umschläge, das war alles noch okay. Genau, ja, es war noch nicht so orange. Das war alles okay. Ja, alles nichts blau. Weiß, ist es in Ordnung. Genau. Die Hose ist doch besser als gedacht. Ne? Jetzt häng mal.
Aber es ist so toll. Und von irgendwo nochmal von vorne an. Gib dir die Macht. Geil. Da gehst du jetzt hier mal runter. Aber das ist wie so ein Laserpointer, guck mal. Aber in Minuten ist sie schon Musik. Hat dann ja doch noch ganz gut geklappt. Das Runterkommen mit Mr. Hyperaktiv. Beim nächsten Mal gehen wir dann zusammen angeln. Ich finde, wir haben da auch eine ganz gute Definition gefunden. Faul ist, wer das große Müssen ignoriert. Wer sich der Pflicht zur Tat widersetzt. Das kann im Fall von nicht geöffneten Briefumschlägen böse Konsequenzen haben. Damit muss man dann aber leben. Kevin Pannewitz hat das konsequent durchgezogen. Er mag seine Karriere verspielt haben, trotzdem lebt er heute selbstbestimmter als viele Superprofis. Weil er nicht so oft Nein zu sich selbst gesagt hat, sondern ja, so bin ich halt. Das wirkt extrem befreiend. Als fauler Mensch lebe ich nicht, weil ich muss, sondern weil ich kann. Weil ich weiß, dass es mit den besten Momenten im Leben oft so ist wie mit Fischen in der Spree. Ich muss nur etwas Geduld haben, dann schwimmen sie mir zu. Also bei 9,49 Euro und dem würde ich dir gratis mitschenken. Oh. Das ist vielleicht ein Glücksbringer. Mega. Okay, dann für die Halle. Für die Halle.